Hallo, liebe Wermelskirchner, herzlich willkommen zur 13. Ausgabe von Wermelskirchen TV Magazin. Und das ist eine ganz besondere Ausgabe für uns, denn Wermelskirchen TV ist nun eingetragener Verein. Und heute sind wir für die Magazinsendung an einen Ort gegangen, wo jemand ist, nämlich Tim Burkhardt von Sherwood, der uns von Anfang an begleitet hat und mit dem wir schon viele schöne Sachen erlebt haben und der schon sehr viel für uns gemacht hat. Hier sind wir jetzt in den Räumlichkeiten von Sherwood und hier steht auch schon Tim Burkhardt. Hallo Tim. Hi, Matthias. Schön, dass wir heute endlich nach so vielen Monaten mal bei dir drehen können. Wir gucken mal, was es heute bei dir im Laden alles Tolles zum Thema Wermelskirchen gibt. Super, freue ich mich. Lange haben wir darauf gewartet, einen eingetragenen Verein zu gründen, der auch gemeinnützig ist. Was bedeutet, ihr könnt bei Wermelskirchen TV Mitglied werden, für 25 Euro im Jahr übrigens, oder ihr könnt Spender werden, wenn ihr sagt, die Arbeit von Wermelskirchen TV und die Berichte über das lokale Leben hier in der Stadt sind euch wichtig. Oder ihr könnt natürlich auch bei uns Werbung schalten. Und genau für das Magazin wäre dann noch ein Trailer frei und wer sich zuerst meldet, der wird sicherlich auch den Trailer bekommen. Abgesehen davon kann ich euch sagen, dass wir natürlich mit der Arbeit weitermachen wollen, dass wir neues Equipment kaufen wollen, das war auch der Grund für die Vereinsgründung und dass wir auch mit Sachen GEMA und Verwaltungskosten einen neuen Kostenblock aufgemacht haben, der dazu führt, dass wir darauf angewiesen sind, auch eine gewisse regelmäßige Einnahmequelle zu haben. Betrachtet man die Nachbarstädte, so läuft das schon ganz hervorragend. Zum Beispiel RS1 TV, die gibt es auch schon seit mehreren Jahren und die arbeiten nach demselben Prinzip. Wir haben uns vor der Vereinsgründung mal erkundigt und es gibt mittlerweile eingetragene Vereine, die Hobbysender sind, die sich auf bestimmte Dinge spezialisiert haben. Das ist in der Regel Sport. Die machen 100.000 Euro Umsatz. Dahin brauchen wir natürlich nicht kommen. Uns würden für das Anschaffen einiger Equipment-Gegenstände wesentlich weniger ausreichen. Trotzdem bleibt die Idee, Wermelskirchen TV ist für euch alle da und wenn ihr Fragen habt, Anregungen habt oder sagt, ihr müsst da mal unbedingt draufhalten, scheut euch nicht, wir blenden jetzt nochmal die Adresse ein, wo ihr uns erreichen könnt. Ja, die WEW hat sich Folgendes überlegt, weil wir regelmäßig gute Videodateien brauchen, haben wir uns eine Kamera zugelegt. Wir haben mitgekriegt, ihr habt einen Verein gegründet und möchten eure Arbeit einfach unterstützen, weil ihr einfach so viele Themen hier in der Stadt multipliziert, die andere Medien überhaupt nicht mitbekommen, zum Beispiel die geschriebene Presse. Und deswegen einfach Riesenlob an euch und ein kleines Dankeschön. Ja, André, vielen, vielen Dank. Viele von euch wissen es, es läuft Wermelskirchen TV auch schon über einen Fernseher im WEW-Büro. Das ist ja, wie ihr wisst, in der Telegrafenstraße direkt im Gebäude der Sparkasse. Insofern hoffe ich, dass wir mit dieser Kamera wunderbare Aufnahmen machen können und noch viel Spaß haben. Und wir alle wissen ja, seit es Wermelskirchen TV gibt und auch vorher schon in Wermelskirchen, ist richtig was los und deshalb lohnt es auch, eine zweite Kamera einzusetzen. Und ansonsten freue ich mich drauf, dass wir den Jahresablauf in Wermelskirchen und all die schönen Dinge, die hier passieren, dann wieder gemeinsam begleiten können. Jetzt mit einer zweiten Kamera, was beim Derby-Spiel im Fußball wieder hochinteressant sein wird, wenn der eine wieder mit dem Linienrichter hin und her läuft und der andere sich ganz gepflegt die Torkamera schnappen kann. Ja, André, eins der Riesenthemen ist natürlich der WDR-Zweitag, wo die WEW sich auch in deiner Person riesig wieder eingesetzt hat. Und es hat geklappt, wir sind im Finale am Freitag. Was gibt's dazu von deiner Seite aus zu berichten? Ja, jede Menge. Also ganz klare Ansage an jeden Bürger, der an dem Tag irgendwie Zeit hat, egal ob Urlaub oder unmittelbar nach der Arbeit, nach der Schule. Jeder muss und soll auf den Schwanenplatz kommen. Wir freuen uns darauf. Es wird ein Bombenwetter geben. Es gibt ein Riesenprogramm. Um kurz nach 10 wird live im Radio die Stadtaufgabe vom WDR 2 bekannt gegeben. Und da freuen wir uns natürlich drauf. Die werden wir mit Bravour lösen. Um kurz vor 14 Uhr wird das Duell gegen den Robokeeper anstehen von WDR 2.
Und um kurz nach vier wird dann das Quiz sein, wo unser neues Kompetenzteam antritt für die Stadt. Frau Wimmershoff, Frau Wagner, die beiden Schulleiterinnen von Schwanenschule und Berufskolleg, gemeinsam mit unserem Bürgermeister. Und wir gehen davon aus, dass wir mindestens 20 Punkte holen werden und freuen uns darauf, dann am 4.4., also nächste Woche Freitag, in Remscheid zu feiern, dass wir den WDR2-Tag nach Wermelskirchen geholt haben. Also diese Derby-Atmosphäre ist echt klasse. Und ich freue mich da drauf. Also wir haben auch schon mehrere Telefonate mit Remscheid geführt und so. Also beide Städte sind heiß da drauf und von daher, wir sind ganz gespannt, was da auch für Aufgaben kommen. Vielleicht hat die Stadtaufgabe ja auch direkt was mit diesem Derby-Charakter zu tun. Was mir aufgefallen ist, auch im letzten Jahr schon, die Wermelskirchener sind heiß. Sie zeigen Teamgeist zusammen und das finde ich so klasse. Und das hat sich ja beim letzten Mal auch schon gezeigt. Und wir hoffen, dass es dieses Mal bei der Stadtaufgabe ganz genauso sein wird, dass wirklich alt und jung da einfach zusammen mit anpacken und was lösen. Und allein das ist schon eine tolle Sache. Aber darüber hinaus gibt es natürlich auch wieder zu essen und zu trinken. Genau, also für die komplette Verpflegung des leiblichen Wohl ist wirklich gesorgt. Das Hotel zum Schwan und das Haus Eifgen bieten super Speisespezialitäten an. Also es wird selbstgemachte Fischbrötchen zum Beispiel geben, Zwiebelbraten wird es geben, ganz unterschiedliches Grillsortiment von der Landmetzgerei Lattner geliefert. Und dann gibt es einen Getränkewagen, wo sich auch noch viele einbringen können, wo die Einnahmen des Getränkewagens auch direkt wieder zurücklaufen in den WDR-2-Tag. Wir gehen ja davon aus, dass wir den WDR-2-Tag bekommen. Das wird einige Kosten verursachen und deswegen haben wir gesagt, wir fangen jetzt schon an, Gelder dafür einzunehmen und gehen davon aus, 6.9. in Wermelskirchen. So teuer wird es doch nicht, oder? Nee, also das denken wir halt auch. Es soll halt für die ganze Bürgerschaft ein tolles Rahmenprogramm geben. Eine ganz wichtige Sache ist auf jeden Fall noch, die Schulen haben ja sensationell mitgemacht bei der Unterschriftenaktion. Und für zwei Schulklassen von der Schule Heiderbach und Schwanenschule wird es einen speziellen VIP-Bereich geben, direkt in der Nähe der Bühne. Das wird etwa bis Mittag sein und die Schüler werden da verpflegt. Ganz in der Nähe wird eine Hüpfburg stehen und bester Blick natürlich direkt auf die Bühne und auf das Geschehen der Stadtaufgabe. Wie ich hörte, ist da auch für die Kamerateams eine tolle Perspektive gegeben. Genau, über einen tollen Mitarbeiter von Wermelskirchen TV, Dirk Stöcker, werden wir eine super Hebebühne am Ort haben, um tolle Fotos zu schießen, um super Videoaufnahmen zu machen. Ja, und vielleicht entsteht daraus irgendwann mal ein Imagefilm für unsere Stadt. Hier der aktuelle Modetrend für den folgenden Freitag. Der echte Dellmann trägt dieses T-Shirt von Shirtbutt, das zuhauf schon in Wermelskirchen rumläuft, und zeigt Flagge. Es wäre wunderbar, wenn diese auch am Freitag zu sehen sind. Ja, zu den aktuellen Themen diese Woche. Irgendwie steht das Müllthema auf der Agenda, denn die gelben Säcke, die zurzeit in der letzten Tranche ausgeliefert worden sind, erfüllen dann doch nicht ganz ihren Zweck. Die sind so dünn gebaut, dass sie meistens schon beim Aufmachen reißen. Dazu haben wir einen kleinen Filmbericht. Die neuen gelben Säcke, die sind richtig scheiße. Boah, wir haben mal Glück, der hier ist mal nicht gerissen. Er ist mal nicht gerissen. Alle anderen von diesen gelben Säcken sind kaputt gegangen. Hier sind wir auch schon ein Loch drin, obwohl ich nichts gemacht habe. Oh, guck mal hier auch, überall. Die sind echt scheiße. Die davor waren geil. Und dabei haben wir noch nicht mal viel drin. Es passt auch ultra viel rein. Ja, schon kaputt. Der nächste Sack geht kaputt beim Abreißen vom alten. Meistens wird er jetzt schon beim Einspannen reißen. Wenn man vorsichtig ist, ist da jetzt schon wieder ein Loch. Außerdem zum Müllthema noch. Jetzt am Samstag könnt ihr euch in Dabringhausen einfinden. Da beginnt nämlich die Aktion Saubere Stadt. Deswegen schon, weil in der nächsten Woche an der Mehrzweckhalle in Dabringhausen, ja wie gesagt, Pop mit Classic bzw. Classic Goes Pop stattfindet und da natürlich keine Müllsammelaktion stattfinden kann.
Und in der Woche drauf seid ihr natürlich alle ganz herzlich wieder eingeladen, in Wermelskirchen und natürlich auch in Dünn, unsere Stadt vom Unrat zu befreien. Wobei ich sagen muss, es gibt einen Menschen in dieser Stadt, Rainer Großhardt, der hat sich das ganze Jahr über darum gekümmert, dass Müllsäcke aufgehängt worden sind, dass verschiedene Flaschen schon weggeräumt worden sind. Also ich kann sagen, es gibt eine Person hier in der Stadt, nämlich Rainer Großhardt, der sich intensiv darum gekümmert hat. Und Wermelskirchen TV sagt an dieser Stelle, vielen, vielen Dank. Bei den ganzen Sachen, die du schon für uns gemacht hast, ist jetzt eine ganz neue Sache dabei. Und hat dich das überrascht mit dem T-Shirt, das ich gerne haben wollte? Nee, finde ich eine gute Sache, dass du deinen Lokalpatriotismus anhand den T-Shirt noch zeigen möchtest. Hier ist ja so ein kleiner Werbegag dabei, das kann man gleich mal vielleicht einblenden. Made in WK meint natürlich W für WK, also auf Deutsch gesagt, hergestellt in Wermelskirchen. Und dazu muss man ja wissen, es gibt eine Voraussetzung für dieses T-Shirt, weißt, kennst du die schon? Ich meine, ich hätte mal gehört, dass man dieses T-Shirt nur kaufen kann oder nur bekommt, wenn man in Wermelskirchen geboren ist. Ist das richtig? So sollte es eigentlich sein. Jetzt gab es natürlich Schlauberger, die gesagt haben, es ist ja made in WK. Das muss dann also auch für Kinder, die hierher gezeugt worden sind, auch gelten. Aber hier trete ich als erster den Beweis an, ich bin made in WK. So, und der Tim hat das ganz toll designt, das finde ich also absolut klasse, das ist eine von den vielen tollen Ideen, die du als Devotionalien für Wermelskirchen rausgebracht hast, und das T-Shirt kann also jeder hier käuflich auch erwerben demnächst über dich, haben wir einen Kaufpreis, sagen wir, was wollen wir sagen? Also das T-Shirt wird bei 15 Euro liegen, und wir hatten uns überlegt, 2 Euro von jedem verkauften T-Shirt an Wermelskirchen TV zu spenden. Ihr seid ja jetzt seit neuestem Verein. Und ich denke, die 2 Euro pro T-Shirt könnt ihr gut gebrauchen. Absolut klasse. Super, vielen Dank. Und dann würde ich mich von Wermelskirchen TV direkt nochmal anschließen und sagen, ihr könnt in die Verlosung kommen. Die Quizfrage lautet, wie gesagt, wo seid ihr geboren? Und wenn ihr Wermelskirchen sagen könnt, dann seid ihr im Lostopf und wir verlosen unter den Einsendern dann noch das ein oder andere T-Shirt für euch. Ja, freut mich, wenn der eine oder andere, dem einen oder anderen das die Idee vielleicht auch gefällt. Und ja, wie gesagt, ihr unterstützt damit Wermelskirchen TV. Und ich bedanke mich natürlich beim Tim, denn das Layout von dem T-Shirt kommt natürlich von dir. Vielen Dank. Ja, liebe Wermelskirchner, das war Wermelskirchen TV Magazin aus Sherwood von Tim Pokert. Normalerweise hätte der Tim das jetzt selber gesprochen, aber wir hatten so extreme Tonprobleme, dass ich das jetzt mache. Und ich denke mal, ich hoffe, dass in der nächsten Sendung das Problem erledigt sein wird. Also bis dahin, tschüss, euer Matthias.